Das finde ich immer witzig. Weihnachtslieder singen, aber keiner kann singen. Das ist wie mit dir Karaoke gehen. Nur aber das sind meine Tanten. Holst du dir dieses Jahr einen Adventskalender? Ich hole mir nie einen Adventskalender. Was? Rausschneiden bitte. Herzlich willkommen bei Yamtamtam, das ist Felix, ich bin Melissa. Und es ist Vorweihnachtszeit und das heißt eins, Plätzchensaison beginnt. Und deswegen machen wir heute Mandelhörnchen. Geil, dass das noch Plätzchen sind? Ja, natürlich sind das Plätzchen, was sind das denn sonst? Ab welcher Größe ist es kein Plätzchen mehr? Geht nicht um die Größe, geht darum, ob man es zum Kaffee, vorm Kaffee, den ganzen Tag snacken kann und dass es schön einfach ist. Okay, klassifiziert bitte eure Plätzchen. Ich würde sagen, Plätzchen ist maximal so. Papalapap. So, den Ofen vorheizen. Das ist wichtig, du. Es ist sehr simpel. Ihr schmeißt alles zusammen und verknetet es. So liebe ich das. Ja. Das sind Plätzchenrezepte, wie ich sie auch als Kind schon mochte. Nichts dekorieren, nicht so kompliziert. Das war der beste Part. Ich habe die dann nicht mal gegessen. Ich wollte nur dekorieren. Ja, ich wollte nur den Teig fressen, roh. Gut. Wir werden ein Match out of heaven. Du dekorierst und ich nehme all deine harte Arbeit und vernichte es innerhalb von 30 Sekunden. Das ist perfekt. Was sind denn eure liebsten Plätzchen? Oh. Hm. Also ihr schreibt es gerne in die Kommentare und was sind deine? Ich würde sagen, wie heißen die Spitzbuben mit der Marmelade? Oder? Ja. Das sind nicht Spitzbuben. Warte mal, wie heißen die mit der Marmelade drin? Tatsächlich mag ich ja so dumme Butterkekse. Ich finde die relativ, die sind basic, aber irgendwie nice. Aber wenn ich die Auswahl habe, es gibt, die heißen bei uns Liebeskissen. Ich weiß gar nicht, was der richtige Name dafür ist. Das ist so wie Obladen und dazwischen ist ganz dünn dieses Konfekt quasi. Da ist dann Schokolade dazwischen und dann wieder diese Oblade und dann wieder dünn Schokolade und dann wieder... Noch nie gesehen. Echt? Boah, die sind so krank, die dauern halt ewig zu machen. Deswegen hat meine Mutter irgendwann sehr schnell beschlossen, dass sie keinen Bock mehr darauf hat. Aber boah, da könnte ich mich reinlegen. Kennt ihr das? Sonst machen wir die mal. Dann musst du es mir zeigen. Oh Gott, nein. Oh Gott, ja. Oh Gott, nein. Oh Gott, nein. Ah, ich weiß gar nicht mehr, was ich will. So, hierzu schmeißen wir noch Zitronenabrieb. Das ist Orange. Lol. Wenn ihr Abrieb nehmt, entweder ihr wascht die sehr heiß ab oder es ist eine ungespritzte Orange. Aber wenn man sie quetscht, sind sie alle spritzig. Ja. Rausschneiden bitte. Nein. Ich trenne jetzt schon mal ein Ei, denn wir brauchen ein Eiweiß. Damit das Ganze auch zusammenhält. Das hier ist eigentlich eine klassische Makronenmasse. Heißt, wenn ihr eh noch Oblaten zum Beispiel zu Hause habt, schmeißt noch Kokos dazu, könnt ihr noch Kokosmakronen aus dem Rest machen. Oder ihr macht die doppelte Menge und macht doppelt so viel. Auch gut. Kokosmakronen. Zur Masse kommt noch Puderzucker und er muss unbedingt gesiebt werden. Deswegen stehe ich hier schon mit meinem kleinen Freund da. Oh, ein bisschen Schneegefühle auch. Die Frage ist ja immer beim Plätzchen dekorieren, machst du es lecker oder machst du es schön? Weil wenn du es schön machen willst, brauchst du ja eigentlich Royal Icing. Aber das ist einfach dann nur so harte Zuckermasse. Aber es sieht am geilsten aus. Aber ich meine, wenn du es lecker machen willst, eigentlich nur Schokolade. Eiweiß dazu und jetzt können wir verkneten. Jetzt formen wir unsere Hörnchen. So, auf unsere Matte streuen wir noch ein bisschen Puderzucker aus, damit es leichter zu handeln ist. Aber der Teig ist sehr, sehr klebrig. Das muss so. Was ist so ein Standard-Weihnachtsgeruch für dich? Boah! Beantworte du erst mal, ich weiß es noch nicht. Ich würde sagen, das ist Orangen, in die du so Nelken steckst. Das haben wir immer früher gebastelt, als ich klein war. Das habe ich noch nie gehört. Was? Nee. Kennt ihr das? Dass du so große Orangen holst und dann steckst du so ein Muster rein mit Nelken und dann legst du die auf den Tisch und dann riecht halt die ganze Wohnung immer nach Orangen und Nelken. Nee, habe ich noch nie gehört. Witzig. Also natürlich spielen so Gerüche wie Nelke, Zimt und sowas natürlich eine Rolle, aber das gibt es bei mir eigentlich das ganze Jahr, deswegen ist es schwierig. Aber so dieser typische Weihnachtsmarktgeruch, also oh ja, so gebrannte Mandeln und Kinderpunsch oder Glühwein, was auch immer, ne? Das würde ich sagen, sind so die perfekten Aromen. Und nee, Kartoffelpuffer ist mehr Neujahr, auch wenn es die auf Weihnachtsmärkten gibt. Aber das geht ja jetzt alles erst noch los. Mhm. Aktuell kriegst du ja tendenziell noch eher schöne Maronen und sowas. Das ist auch sehr gut, so vor Weihnachtszeit und Herbst. Pilzchen. Jetzt Hörnchenform. Ja. Ich werde mich mit in die klebrige Masse stürzen. Flip. Ja, okay, das sind eher kleinere Mandelhörnchen. Du hast recht, it's giving Plätzchen. Sag ich doch. Ja, aber in meinem Kopf waren die so, weißt du, die du dir in der Schulhofpause holst. Die waren ja schon so. Ja, kommt schon hin. Ja, das ist doch schön geworden. Danke. Kann man auch anders dekorieren. Sind wie kleine Regenbögen. Voll. Oder Stadttore. Zur Pride macht ihr dann einfach Regenbogenhörnchen. Genau. Aber eigentlich ganz süß, wenn man dann so eine Marble-Sache in weißer Schokolade machen würde und die dann so reindippt. Nächstes Jahr dann, ne? Ha! Da haben wir schon unser Video dafür. Kriegt einfach dasselbe Rezept nochmal. Ja, dasselbe Rezept nochmal!
Aber natürlich sind das hier nicht die einzigen Weihnachtsgebäcke, die wir über die Jahre gemacht haben. Nein, wir haben natürlich andere köstliche Sachen, zum Beispiel die Lebkuchen-Zimtschnecken mit Frosting. So, während du die letzten Hörnchen formst, trenne ich noch ein weiteres Ei, denn die Hörnchen müssen gleich noch bepinselt werden damit, bevor wir sie in Mandelblättchen wälzen. Das Eigelb könnt ihr dann prima für andere Plätzchen benutzen. Dann kann ich ja schon mal anfangen, die eigentlich einzupinseln. Für Mandelhörnchen fehlen natürlich noch Mandeln. Die wälzen wir jetzt hier drin. Streng genommen ist nur Mandel drin. Frag mich, ob es nicht fast einfacher wäre, die einfach ins Eiweiß zu tunken. Wie so ein Mandelschnitzel. Ein Mandel. Während du die jetzt da weiter wendest, hack ich schon mal die Schokolade. Die können wir, während die in den Ofen kommen, auch schon mal im Wasserbad schmelzen. Weil das ist die einzige Deko, die raufkommt. Und das ist gut so. Dieser Deko-Hass hier. Ja, ich bin ja der Verfechter der These, das Auge isst nur mit bedingtem Maß isst mit. Alles andere ist verschwendete Zeit. Holst du dir dieses Jahr einen Adventskalender? Ich hole mir nie einen Adventskalender. Was? Gib mir nichts. Ich lass nicht wieder den Grinch raus. Ich mag Plätzchen, ich mag das besinnliche Zusammensein an Weihnachten und dass man Zeit hat, seine Familie zu sehen und dass das gesellschaftlich akzeptiert ist, dass man Zeit hat, seine Familie zu sehen. Aber ansonsten bin ich nicht der große Weihnachtsfan. Hm. Das finde ich immer witzig. Weihnachtslieder singen, aber keiner kann singen. Das ist wie mit dir Karaoke gehen. Ja, das ist korrekt. Nur, aber das sind meine Tanten. Aber sehr viel Leidenschaft dafür. Das stimmt. Bei uns gibt es immer einen Adventskalender. Deine Mama bastelt die doch auch immer ein, oder? Meine Mama bastelt mir ein, aber inzwischen machen wir es so, dass wir im Atelier, weil meine Mama ist auch hier im Atelier, und je nachdem, wer gerade arbeitet, holt jeder kleine Geschenke sozusagen und dann packen wir immer im Wechsel aus. Das ist ja süß. Ja. Wie ist das denn bei euch? Was ist denn eure schönste Weihnachtserinnerung? Oder habt ihr einen Adventskalender? Und wenn ja, welchen? Dann schmeiße ich das mal in den Ofen und wir sehen uns nach einem Schnitt. Die Hörnchen sind vollständig abgekühlt und sehen schon fantastisch aus. Und jetzt dippen wir sie einfach nur in die Schokolade und mit wir meine ich Melissa. Und dann kann man sich die schon astrein ins Mäulchen schieben. Ich habe aber auch schon die ganze Zeit diesen Drang, einfach diesen Messbecher zu nehmen und diese Schokolade so in mich reinzuschütten. Jo. Wir haben das übrigens da reingefüllt, weil es so einfacher ist, da reinzudippen. Was würdet ihr denn am liebsten auf dem Mandelhörnchen noch als Dip drauf haben? Aufschneiden und erstmal eine ordentliche Ladung Mett mit Zwiebeln drauf. Das wäre mein Vater. Bisschen roten Pfeffer sehe ich auf der Schokolade. Ja, vom Prinzip her kann man natürlich jetzt auch noch dekorieren. Also mit ein bisschen Pistazie, Nüsse und Nüsse geht immer. Jo. Kandierte Orange oder sowas drauf. Also wenn ihr in Dekorierlaune seid, was ich nie bin, dann habt ihr hier jetzt noch alle Möglichkeiten, euch zu verwirklichen. Da sind sie, unsere feinsten Mandelgrinser. So, geht's. Hörnchen rein. Die Schokolade ist noch nicht ausgehärtet, weil... Wir sind gierig. Gut. Marschipan. Viel Mandel. Das finde ich gut. Das schmeckt sehr weihnachtlich. Stabiles Mandelhörnchen. Marzipan, bisschen Orange, Mandeln. Und es ist einfach, es ist schnell. Ideal, wenn ihr jetzt schon so ein bisschen in Weihnachtsstimmung kommen wollt. Schon mal so vorzubacken, nebenbei, ohne großen Aufwand. Ja, so ist es. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Freut euch auf noch mehr Weihnachtsrezepte. Bis dann. Tschüss. Tschüss.